Der US-Rapper Lil Uzi kauft sich einen 24 Millionen Dollar teuren Diamanten und platziert ihn mitten auf die Stirn. Doch jetzt kann jeder Fan ein Stück davon haben. 2021 macht der Rapper die wohl verrückteste News. In einer Zeit, wo mehrere Rapper mit ihrem Leben bezahlen mussten, wegen Goldschmuck oder einer Luxusuhr, läuft der Rapper auf den Straßen und hat einen Diamanten auf der Stirn. Dass Bodyguards ihn rund um die Uhr begleiten müssen, versteht sich von selbst. Bei einem Festival schaffen es trotzdem Unbekannte, fast den Diamanten von der Stirn zu reißen. Fotos, wo er blutet, beweisen die Tat. Wenig später entfernt er das Schmuckstück. Nun hat jeder Fan die Möglichkeit, auch so einen Diamanten zu bekommen. Denn Lil Uzi bringt eine Fake-Version davon auf den Markt. Genau die gleiche Farbe und Größe. Allerdings wird nur ein Fan in den Genuss kommen. Was man damit anstellt, bleibt jedem überlassen. Behalten oder doch verkaufen und damit Geld verdienen, was würdet ihr damit tun? An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr eigentlich über die Aktion von Lil Uzi? Und findet ihr es krass, dass er so viel Geld für so etwas ausgibt? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.